Präsident der Bundesärztekammer rechnet mit Lauterbach ab. Ich muss hier in aller Deutlichkeit sagen, die nach wie vor engen Fristsetzungen für Stellungnahmen der Organisationen aus dem Gesundheitswesen können und werden wir so nicht weiter hinnehmen. Wo warst du gewesen 2020, frage ich mich. Und diese nicht hinnehmbare Dehnung des Rechtsstaates wir schon viel früher ankreiden müssen. Genau so, Chrissy, genau so und nicht anders. Da bin ich komplett bei dir. Und sagen müssen, das erfordert eine Aufarbeitung. Die Geschichte, die wir gesehen haben mit der WHO, dass sie das jetzt alles selber entscheiden können und ausrufen können etc., das hat mir schon so ein Vibe gegeben von, man bereitet uns darauf vor, dass das nächste Ding um die Ecke kommt, pandemietechnisch, und dann bin ich gespannt, wie die Bevölkerung reagiert, wenn ich ehrlich bin. 6-8. Wir sind out of control, Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Mal wieder live und wir ziehen uns ein paar Videos rein. Und zwar heißt das erste Video, auf was wir reagieren: Präsident der Bundesärztekammer rechnet mit Lauterbach ab. Ich bin gespannt, was hier passiert, meine lieben Freunde. Das Video ist mal wieder von der süßen Chrissy. Wir haben uns schon länger kein Video mehr von der Chrissy reingezogen. Deswegen lassen wir uns heute nicht lumpen und gehen mal wieder in ein Video von die Chrissy. Gehen mal wieder in ein Video von die Chrissy rein und schauen mal, was die hier heute wieder für uns zusammengefasst hat. Chrissys Video ist eigentlich immer sehr stark. Das letzte Video, auf was wir reagiert haben, war das Interview mit Ernst Wolf. Auch eine sehr starke Geschichte. Und jetzt gehen wir rein ins Video, meine lieben Freunde. Let's get it on. Lasst dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar und los geht's. Lovelock heute mit Hemd am Start, YouTube, damit ihr Bescheid wisst. Es ist extrem heiß, aber ab und zu mal so die Hemd-Vibes anzuschmeißen, ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, ja. Gefällt mir auch. Also, los geht's. Der Präsident der Bundesärztekammer rechnet jetzt mit Lauterbach ab. Na, dann bin ich jetzt mal gespannt, Chrissy, was da passiert ist. Hallo, meine Lieben. Hallo, meine Liebe. Ich bin Chrissy. Ich bin Leon. Und ein Herr Lauterbach war die Persona, die man nicht anzweifeln durfte eigentlich in den letzten Jahren. Doch nun wird mehr und mehr mit ihm abgerechnet und das vom... Jetzt bashen sie alle den Lauterbach, ne? Obwohl da viel mehr dahinter steckt. So. Gestern haben wir uns ein Video reingezogen über die WHO, wie sie jetzt selber entscheiden darf, wann eine Pandemie ausgerufen wird, wo eine Pandemie ausgerufen wird und was für Maßnahmen damit einhergehen. Die darf man auch nicht vergessen. Weißt du? Und auch die ganze komplette Bundesregierung hat da ja mit an einem Strang gezogen, die ganzen Medien. Also da jetzt nur auf dem Lauterbach rumzuhacken, finde ich auch ein bisschen, ja, finde ich ein bisschen, wie soll ich sagen, aber man kennt es nicht anders. Einen Sündenbock muss es geben. Ich finde das immer ein bisschen cringe auch so. Man sollte eigentlich alle Personen, die sich damals so krass ausgesprochen haben für diese Impfung, für den Impfzwang und für alle anderen Maßnahmen etc., sollte man an den Pranger stellen und nicht nur den Herr Lauterbach. Der Ärztekammerpräsident höchstpersönlich, der wirklich ganz, ganz harsche Worte für das Verhalten von Herrn Lauterbach findet. Und das nicht nur in der Vergangenheit, sondern jetzt geht es gerade um den Ist-Zustand. Und deswegen schauen wir uns das mal genauer an, was da denn so wirklich kritisiert wird. Und schauen wir da mal rein, Chrissy, zusammen, komm. Was da wirklich dran ist. Aber schauen wir uns mal die erste Sequenz selbst an. Ich muss hier in aller Deutlichkeit sagen, die nach wie vor engen Fristsetzungen für Stellungnahmen der Organisationen aus dem Gesundheitswesen können und werden wir so nicht weiter hinnehmen. Die Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes zum Ausgleich für Steigerung der Kosten für den Bezug von Erdgas und Strom. Eingang des Entwurfs bei uns am 21.11.2022, 11 Uhr. Stellungnahmefrist 21.11.2022, 19 Uhr. Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, Eingangsentwurfs 9.3.2023, 1.08 Uhr in der Nacht. Stellungnahmefrist 9.3.2023, 10 Uhr vormittags. Ich könnte Ihnen zig weitere dieser Beispiele nennen. Also das ist wirklich heftig, ja? Eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes und der Eingang, wo man Stellung nehmen kann, war am 9.3.2023 um 1 Uhr nachts, also ja, in der Nacht. Und die Stellungnahme, die Frist für die Stellungnahme war bis zum nächsten Tag um 10 Uhr vormittags. Ach so. Man hatte quasi nur die Zeit, um da auch nochmal Stellung zu nehmen und was dazu zu sagen. So, ne? Und die haben das 1 Uhr nachts eingereicht, wo natürlich kein Schwanz mehr wach ist. Und dann 10 Uhr morgens die Frist schon aufgehoben, Bro. Come on.
da war nur die Nacht dazwischen. Also das heißt, wenn derjenige, der dort arbeitet, um 8 Uhr früh an seinem Bürotisch sitzt, dann hat er nur noch 2 Stunden, um so eine dementsprechend heftige... Ja, auch noch so eine heftige Geschichte, weißt du, wie ich meine? Es handelt sich ja nicht um irgendwas Kleines, irgendwas Lütches, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Infektionsschutzgesetz, Änderung des Infektionsschutzgesetzes und da macht man so ein... Ja. Situation. Was soll man dazu noch sagen, meine Freunde? Um überhaupt einschätzen zu können, wie ein Bundesärztekammerpräsident gesagt hat, wo es eigentlich längere Zeit braucht, um da überhaupt eine Stellungnahme geben zu können. Außer man denkt, man braucht eigentlich diese Stellungnahme gar nicht und einfach nur, dass sie es zur Kenntnis nehmen und man tut ihnen die Gelegenheit geben. Ist eh schon beschlossen, weißt du, wie ich meine? Also komm, brauchen wir jetzt auch nicht so kleinlich sein, wa? Erinnert mich an den Bayerischen Rundfunk. Kannst du dich auch noch erinnern, als ich so ein Schreiben bekommen habe mit der Bitte um Stellungnahme, wo ich auch nur so ein klitzekleines Zeitfenster bekommen habe, dass ich... Was war los, Chrissy? Erzähl mal, weiß ich gar nicht. ...dementsprechend auch verpasst habe, wohingehend ich nicht sagen möchte, dass ich da jetzt gerne eine große Stellungnahme gegeben hätte. Ich habe dementsprechend ein Video dazu gemacht, aber die... Sieht auch frisch aus, die Chrissy heute, ne? Warst du im Urlaub gewesen, Mensch, Mädchen? Ist eine Farbe bekommen, wa? Vorgehensweise ist wohl nicht nur in der Politik so gewollt. Naja, schauen wir uns mal an, was er noch so zu sagen hat. Es handelt sich hier um umfangreiche und komplexe Gesetzesentwürfe und Verordnungen, die zu prüfen und zu bewerten mindestens Tage, wenn nicht unter Umständen auch schon mal Wochen in Anspruch genommen werden müssen. Ja. Für mich ist das eine nicht mehr länger hinnehmbare Dehnung unseres Rechtsstaates. Jetzt fangen die an, weißt du, wie ich meine, 2023, jetzt kommt der Bundesärztekammerpräsident und fängt an, jetzt da zu kritisieren. Wo warst du gewesen 2020, frage ich mich. Expertenanhörungen und Stellungnahmeverfahren sind aus gutem Grund feste Bestandteile von Verordnungs- und Gesetzgebungsprozessen. Ach nee, Alter. Der Carusmo sagt, sie gab vor kurzem bekannt, dass sie schwanger ist, die gute Chrissy. Crazy. Man fühlt das direkt, ne? Hast gemerkt, Digga? Die strahlt direkt so. Ich habe das sofort gemerkt. Das schwöre ich dir. Ich bin so geil in touch mit meinen Feelings. Ne? Ich sehe sofort, wenn irgendwas los ist. So. Ich habe direkt ihr angesehen, dass sie ein bisschen frischer aussieht. Geile Geschichte auf jeden Fall. Chrissy, herzlichen Glückwunsch. Du wirst bestimmt eine gute Mama. Liebe geht raus. Nur wir können den Praxischeck machen, ohne den jede Reform zu Verwerfungen in der Versorgung führt oder auch ins Leere läuft. Herr Minister, Sie stellen fest, Sie wüssten im Vorhinein, was Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung, Deutsche Krankenhausgesellschaft, Pflegerat und viele weitere Organisationen zu ihren Reformplänen sagen würden. Und deshalb beteiligen Sie uns erst gar nicht an Ihren Reformkommissionen. Mit Verlaub, das ist billig, aber nicht recht. In diesem Abschnitt... Oh shit, Digga, das ist schon eine harte Ansage. So in der Öffentlichkeit, so vor ein paar hundert Leuten. Schon hart drangenommen, den Cousin. Hat er recht, aber wie gesagt, wo warst du gewesen 2020, Bro? Hat er meiner Meinung nach einen ganz, ganz wichtigen Satz. Das ist eine nicht hinnehmbare Dehnung des Rechtsstaates. Und in diesem Fall, was ist überhaupt ein Rechtsstaat? Ein Rechtsstaat bedeutet, dass Menschen gewisse Grundrechte haben, an die sich das staatliche Handeln orientieren muss. Das staatliche Handeln hat dementsprechend Grenzen, die es nicht überschreiten dürfte. Apropos Grundrechte, das erinnert natürlich an die Zeit seit 2020, wo bestimmte... So sieht's aus, Chrissy. Genau so sieht's aus. Rechtsstaatmäßig habe ich mich da in der Zeit auf jeden Fall nicht gefühlt. Grundrechte einfach mal kurz zur Seite Cool, komm, Mädels, Jungs, hört mal auf. Demonstrationen wollen wir jetzt eventuell auch kurzfristig verbieten, obwohl es auch im Grundgesetz verankert ist, das Demonstrationsrecht so. Aber ey, wir sind jetzt hier am längeren Hebel und wir entscheiden das einfach. Da hat man mal wieder gesehen, was die für Möglichkeiten auch haben. So, und wie wenig Leute dagegen sich aussprechen und da irgendwie versuchen, da was gegen zu tun. So, die meisten Leute folgen halt einfach, gerade in Deutschland. Das ist traurig. Aber ich hoffe, dass durch diese ganzen Videos, die wir hier auf dem Kanal machen, die Chrissy macht und auch noch viele andere Leute mittlerweile, dass man da ein bisschen, einen Teil der Bevölkerung auf jeden Fall so ein bisschen einen kleinen Schubser geben kann, dass das in Zukunft nicht mehr so einfach durchgezogen werden kann. Ja, ich bin gespannt. Diese Geschichte, die wir gesehen haben mit der WHO, was wollte ich dazu sagen? Die Geschichte, die wir gesehen haben mit der WHO, dass sie das jetzt alles selber entscheiden können und ausrufen können etc., das hat mir schon so einen Vibe gegeben von, man bereitet uns darauf vor, dass das nächste Ding um die Ecke kommt, pandemietechnisch, und dann bin ich gespannt, wie die Bevölkerung reagiert.
wenn ich ehrlich bin. Wurden, mal kurz außer Kraft gesetzt wurden, die noch existent waren, aber eben nicht zu diesem Zeitpunkt, weil man es eben so nicht hinnehmen konnte. Wo sich neue Befugnisse herausgestellt haben, die man so eigentlich nicht haben dürfte. Wo Menschen Verbote bekommen haben, die sie so eigentlich nicht haben dürften. Also müsste man sagen, dass dieses Rechtsstaatsprinzip eigentlich schon viel früher angegriffen wurde und diese nicht hinnehmbare Dehnung des Rechtsstaates wir schon viel früher ankreiden müssen. Genau so, Chrissy, genau so und nicht anders. Da bin ich komplett bei dir. Und sagen müssen, das erfordert eine Aufarbeitung. Denn für mich ist es nicht wichtig zu sagen, naja, jetzt haben wir da irgendwie eine Falschaussage gemacht. Für mich ist es wichtig zu sagen, so, genauso wie der Lauterbach sich dann im ZDF hinstellt und sagt, habe ich mich kurz vertweetet an der Stelle. Ja, war ein missglückter Tweet. Diese Dinge aufzuarbeiten, die dazu geführt haben, dass bestimmte Dinge überhaupt möglich waren. Dass es bestimmte Abhängigkeiten in den Machtverhältnissen, in den Strukturen dieses gesamten Systems, des deutschen Staates, kann man sagen, gibt, die aufgearbeitet werden müssen. Dass sich so etwas nicht wiederholen darf. So etwas, das später als nicht als rechtswidrig anerkannt wird, aber nicht aufgearbeitet. Das heißt, eine kleine Sache für ein Bundesland wird aufgearbeitet, ganzer Rest, pappalapapp. Passt schon. Ist doch auch schon. Zur Seite, ist doch schon lange her jetzt, Mensch, Kinders. Egal. Ja, das bedeutet... Ich feier dich, Chrissy. Eigentlich, Verwaltung und Rechtsprechung ist an Recht und Gesetz verpflichtet. Aber ja, das in der Theorie natürlich. Hören wir mal an, was er noch zu sagen hat. Sehr geehrter Minister, Sie haben zweifellos eine Vision von der Entwicklung des deutschen Gesundheitswesens. Altkanzler Helmut Schmidt hat dazu einmal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und in diesem... Das ist ja der Lauterbach, Digga. In diesem Sinne... Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Was ist das für eine Aussage? Heiße ich Sie herzlich willkommen auf dem Deutschen Ärztetag. Ja, Visionen sind nichts Verkehrtes, Digga. Den habe ich jetzt nicht so gefühlt. Ja, jetzt geht's wirklich unter die Gürtellinie. Wobei ich nicht sage, dass es nicht gerechtfertigterweise gesagt wird. Denn im Grunde habe ich sehr viele Videos oder in sehr vielen Videos deutlich gemacht, was ich von der Besetzung eines Gesundheitsministers im deutschen Falle denn so erachte. Und man könnte es jetzt ganz harsch formulieren, dass es eine absolute Fehlbesetzung war. Seit der gesamten Krise warst du. Ja, das ist Fakt. Das ist auf jeden Fall Fakt. Dass es eine Fehlbesetzung war, definitiv. Aber es ist doch sowieso, das sind doch auch nur Clowns und Marionetten, die Politiker. Sage ich euch doch ganz genau so, wie es ist. Also es, glaube ich, wäre egal gewesen, wen du da hinsetzt. Die Maßnahmen und die ganzen Sachen, die durchgezogen wurden, wären auch genauso durchgezogen worden, wenn da jemand anders sitzt. So. Weißt du, wie ich meine? Deswegen, ich dir sagen hatte... alles gesagt wurde und so weiter. Man könnte sagen, es gab eine sehr, sehr lange Liste von Man hätte vielleicht jemanden hinsetzen können, wo das nicht so offensichtlich wirkt, dass es einfach nur ein Clown ist, weißt du? Informationen von der Bevölkerung, die bestimmte Kenntnisse gar nicht bekommen hat, von Aussagen in den Medien, die absolut falsch waren, wo sich im Nachhinein herausstellte, ja, das war vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt, aber zu diesem Zeitpunkt hat es für die Menschen zu Entscheidungen geführt, die sie nicht mehr rückgängig machen können. Also dieses kurze, genau so. Ist halt passiert, ja, Dinge passieren, Aussagen können da auch getroffen werden, die vielleicht nicht ganz so richtig waren jetzt im Nachhinein. Ja, man könnte auch sagen, schlichtweg einfach nur gelogen, weil selbst zu diesem Zeitpunkt feststand, dass es keine hundertprozentige Aussage ist. Also das heißt, Lügen, die erzählt wurden, auch noch. So, wenn wir jetzt mal nicht nur auf Herrn Lauterbach uns fokussieren, wurden denn derartige... Das Traurige ist, dass es Leute gibt, die den feiern. Ja, ich weiß. Ich habe sogar Leute in der Familie gehabt, die den gefeiert haben. Zum Glück nicht mehr feiern, aber gab's, ja. Aussagen und Verhaltensfehler und Fehlbesetzungen nicht in sehr vielen Positionen gemacht. Und muss man sagen... dass sehr viel auch aufzuarbeiten ist. Aber deswegen schauen wir es uns ja Stückchen für Stückchen an, um dann sagen zu können, Moment, es sind sehr viele Dinge passiert. Stückchen it in, man. Wichtig, die ganze Thematik aufzuarbeiten, auf jeden Fall. Die eigentlich aufgearbeitet gehören. Weil meistens ist so. Ist dieses Wort schon auch fast, ja, gehört der Vergangenheit an, mal du mit deiner Aufarbeitung ist jetzt auch schon Geschichte von gestern. Nein, du siehst ja jetzt... Das ist es halt nicht, weißt du, wie ich meine? So, du kannst jetzt nicht sagen, ja, ist doch jetzt schon vorbei, bla bla bla. Digi.
alleine die ganzen Nachwirkungen, die die Gesellschaft mit sich getragen hat, so durch diese Zeit, das ist so ein heftiger Einschnitt in eine ganze Generation auch gewesen von Kids und so ein Scheiß, dass du das nicht einfach so überwerfen kannst und sagen kannst, ja, ist ja jetzt vorbei und alles ist gut. Und vor allen Dingen bin ich mir auch sicher, dass die nächste Pandemie kommen wird. Und umso weniger aufgearbeitet ist, umso ähnlicher wird die nächste Pandemie verlaufen. Eventuell sogar schlimmer. Und das ist wichtig, die Dinge aufzuarbeiten und es ist wichtig, auch seine Schnauze nicht zu halten, auch jetzt. Wie der Bundesärztekammerpräsident sagt, was jetzt gerade passiert. Derartige Dinge dürfen doch... Der Silverlight sagt gerade, meine Familie glaubt immer noch, alles ist gut und alles war richtig. Ja, Digga, das ist das Thema. Genau deswegen ist es auch so wichtig, die Dinge aufzuarbeiten und vor allen Dingen auch in den großen öffentlichen Medien etc. so. Und dass Politiker auch gewisse Dinge aufarbeiten und so, aber das wird halt alles unter den Tisch gekehrt, so weit wie möglich. Ja. Die haben dann gesagt, okay, komm, den Lauterbach, den lassen wir über die Dings hüpfen, so, den blamen wir schön in der Öffentlichkeit. Aber der ganze Rest, so, der kann nicht in Ruhe gelassen werden, das ist wichtig. ...nicht passieren, so wie er sagt, in einem Rechtsstaat ist das eigentlich nicht rechtens, dass bestimmte Stellungnahmen überhaupt nicht eingeholt werden, auf diese verzichtet wird, um Dinge voranzubringen, die man selbst eigentlich nur möchte. In einem Rechtsstaat gibt es eigentlich auch Gewaltenteilung, wo sich die Gewalten gegenseitig kontrollieren. Digga, dieses mit den Gewalten, das habe ich auch in dem letzten Video schon gesagt, ich fühle das gar nicht, Digga. Warum nennt man das Gewalten überhaupt? Gewaltenteilung, es ist so sehr negativ behaftet, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Aber auch selbst das, ach, Geschichte von gestern, ja, so ein bisschen... Ich feier dich, Chrissy, ich sag dir, wie es ist, ne? Vielleicht können wir das noch walten lassen, aber im Grunde bei den wichtigen Dingen, mei, ist das doch auch nicht mehr so wichtig, wie wir denken. Also wirklich ein ganz, ganz heftiges Thema. Und schreibe mir doch gerne in die Kommentare, was du dazu sagen möchtest. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye. Bye. Geil, Chrissy. Geiles Video auf jeden Fall. Fühle ich komplett. Danke für das Video. Hat Spaß gemacht, reinzuziehen. Gute Energie hast du auch hier ausgestrahlt in dem Video. Feier ich komplett. Liebe geht raus an die Chrissy. Und ja, ich würde dir auf jeden Fall in großen Teilen recht geben, was du hier erzählt hast. Kann ich so, genau so auch unterschreiben. Na, Liebe geht raus an die Chrissy. YouTube, ich küsse euer Herz. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentärchen. Liebe geht raus. I love you all. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mua, Gang.